Woher weiß er das? So, ich weiß wohin. Ich muss in die Porre-Gaststube. Wo auch immer sie sein mag. Wartet, wartet, wartet. Habe ich das schon gemacht? Ich glaube, das habe ich... Nein. Amulett? Genau. Das habe ich nämlich, als ich offscreen trainiert habe, habe ich das nämlich auch gemacht. Habe dann aber wieder geladen, weil das wollte ich eigentlich euch noch zeigen. Yay, blink, blink, blink. Oh, zwei Dinger. Das Siegel wurde gebrochen. Ich gebe euch den Schatz des Gurus der Vernunft. Das Rechte, rechts ist eine Waffe, die eure Kraft erhöht. Links ist eine schützende Rüstung, die euer Leben retten kann. Wählt, was immer ihr möchtet und nehmt es. 13.000 Jahre waren eine lange Zeit. Balthasar, ich brauche euch in Kürze. Ja. Was nehmen wir? Nehmen wir die Waffe oder nehmen wir die Rüstung? Wir nehmen die Waffe, komm. Schlucker! Und wer kann den nehmen? Oh, wow, 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 cool. Ich glaube, das andere war so ein... Ja, ich habe das ja schon gemacht und habe ich den Panzer genommen. Das war, glaube ich, ein Ewig-Panzer, aber den brauchen wir nicht, weil wir haben die... Bronze, nee, Rubin-Rüstung. Müll. Hier, das ist düster Omen. Das machen wir auch noch später. Noch viel später. Guck mal, da blinkt das. Aber wir müssen erstmal in die Porre-Stube, genau. 20 Gold im Voraus. Nun, nein, ich möchte nicht. Bis bald wieder. Was muss ich da jetzt machen? Ach, Porre-Gasthaus, nicht Porre-Stube. Okay, aber da können wir uns jetzt erstmal heilen. Yay. So, weiter geht's. Bla 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 bla. Auf geht's. So. Porre-Gasthaus. Wir sind noch gar nicht mit dem Boot gefahren. Ist mir aufgefallen. Also ich bin schon mal mit dem Boot gefahren, weil ich da mal was geguckt habe. Wo ist das Porre-Stuben-Kack? Jonas Kapelle. Porre-Gasthaus. Porre-Laden. Ach nee, ist... Was, das hier? Gutsherrenhaus? So. Machen wir das hier erstmal auf. Schneeweste erhalten. Schwarze Weste erhalten. Cool. Und hier ist noch was. Eine Unterkunft. Cool. Alle sagen, Papa ist gierig. Sie liegen, oder? Nee, machen sie nicht. Hallo, du Frau. Unsere Kinder nehmen Abstand von uns. Wie traurig. Mondstein, nie davon gehört. Nee, überhaupt nicht. Ach, sein Bimbo. Wenn ich am meisten hasse, mein Vater natürlich. Papa liebt sein Geld mehr als mich. Oh, wie schade. Bin ich überhaupt richtig? Sonnendumm? Ein Porre-Gasthaus. Wo ist dieses Porre-Gasthaus? Fahrkarten? Nein, will ich nicht hin. Das muss doch hier irgendwo sein. Oder war das hier? Ne, es war nicht hier. Hallo. Setz dich ab. Wohnhaus. Bonushaus. Friedensstube. Laden. Wohnhaus. Nein. So. Gutsherrenhaus. Wo ist diese verdammte Porre-Stube? Wohnhaus. Wo ist die Porre-Stube? Also, nee, das... Porre-Gasthaus, wo ist das? Aber da glitzert's doch. Warte mal, warte mal, warte mal. Da geht's doch noch irgendwo lang. Nee. Leute, ich guck noch mal schnell. Bis gleich. So, Leute, ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, geile Komplettlösung sagt, Porre, Gasthaus, yay, Bootshaus heißt der Scheiß. Ich habe Rauchfleisch, aber ich gebe es nicht her, obwohl, für, sagen wir, 1900 Geld, ja, das müssen wir machen. Du hast aber Hunger, hier, hau rein. Genau, wir haben jetzt ein Räucherfleisch erhalten. So, Porre, Gasthaus, Schinken, als nächstes, Schinken. So. Ich muss noch mal schnell was gucken. Okay, ja, ich wollte noch was. Ich wollte ja schnell was gucken, ob ich aufnehme. Und ab geht's ins Jahr 600 nach Christus. Und da müssen wir jetzt zum Haus des Bürgermeisters. Welches das ist, was gerade eben so gefunkelt hat.
Ältestenhaus, genau. Was müssen wir da machen? Schinken, Frau. Oh, du hast Rauchfleisch. Verkaufst es mir für 10.000 Gold? Ja, ich schenke es dir nicht. Sehr gut, hier deine 10.000 Gold. Und so, somit hatten wir das Geld wieder. So. Als nächstes geht man wieder. Ich frage mich, wie man sowas wissen soll. Wieder zurück in die Gegenwart. So. Geht wieder hier rein. In dieses ältesten Gutsherrenhaus. Mondstein, die davon gehört. Warte. Haus des Bürgermeisters Mondstein Sonnendom. War das das? Nochmal schnell nachgucken. Bis gleich. Ich habe das wichtigste Wort, was in diesem Satz in der Komplettlösung stand, vergessen. Wir müssen es der Frau nicht dürfen es der Frau nicht verkaufen. Ja, verpiss dich. Wir müssen es ihr schenken. Du schenkst es mir, dass es so viele Leute, liebe Leute gibt wie dich. Vielen Dank. Meine Kinder werden das teilen lernen. Da kannst du sicher sein. Wir müssen es ihr schenken. Also haben wir sozusagen 10.000 Gold auf den Kopf gehauen. So, das kommt in der nächsten Sidequest gleich auch nochmal. Also, Gutsherrenhaus. So. Und jetzt steht ihr auch woanders. Wenn ich am meisten mag, mein Papa natürlich. Das ändert. Papa ist lieb. Ihr habt Interesse am Mondstein. Jemand hat ihn einfach hier gelassen. Euch scheint ja etwas dran zu liegen. Nehmt ihn. Thank you. Ich wünsche, mein Mann wäre etwas weniger großzügig. So, was sagt die jetzt? Alle denken, Papa ist großzügig. Heißt das, sie denken, er ist cool? Wer weiß. Ach. Wie man die Geschichte so ein bisschen mit verändern kann. Ich mag das wirklich. Wo müssen wir jetzt hin? Haus ist... Ach so, jetzt müssen wir erstmal in den Sonnendom. Wo auch immer der ist. Der war irgendwo... War der hier? Nee, hier müssen wir erst später hin. Wo war der Sonnendom? Dann machen wir nach. Nordosten, war das hier? Nee. Hier ist Medina. Sonnendom. Ach, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. So, ja, gute Frage. Wo ist der Sonnendom? Was ist hier? Westkap. War ich hier schon mal? Der große Abenteuer Thomas Levin ruht hier. Ach komm. Interessiert mich gerade irgendwie gar nicht. Das kommt bestimmt auch nochmal in der Sidequest bei 1634. Hallo, wo ist das? Mann, ich könnte kotzen. Ist irgendwo im Nordosten. Hier ist das scheiß Melchior-Haus. Ah, hier. Genau, es ist nämlich immer eine einzelne Höhle. Mondstein hier lassen? Genau, yes. Und jetzt müssen wir ins Jahr 2300 nach Christus. Danach. So. Ach, das war das mit Luca und den Waffen. Okay. Sonnendom. Genau. Und wir haben... Der Zustand leuchtet wieder, aber... Wie werden wir seine Energie haben? Wie werden wir seine Energie habhaft? Haben wir den mit? Genau. Wir müssen jetzt Luca ans Team nehmen. Das ist wirklich der Solstein. Mit seiner Energie kann ich eine tolle Waffe machen. Gehen wir schnell zu mir nach Hause. Genau. Und jetzt macht sie eine tolle Waffe. Ich habe keine Ahnung welche, weil das nicht in der Dings stand. Ich modifiziere den Solstein und extrahiere die Energie. Dann packe ich hier per Vakuumkompression in eine Patrone. Bam, bam, bam. Und das ganze Schiff explodiert. Haus, was auch immer. Und fertig. What is it? Yay, ich tanze dumm. Und es ist eine... Du hast ein Wunder erhalten. Manchmal staune ich über mich selbst. Schau, Luca, ich habe ein Stück vom Solstein geliehen und etwas Tolles daraus gemacht. Du hast einen Sonnenschirm erhalten. Ey, geil. Super. So. Würde mich jetzt nur gern... Ach, ich drücke immer den falschen Knopf, wirklich. Würde mich jetzt nur gern interessieren, wer... Wahrscheinlich kann nur sie das Wunder. Oh, what the fuck. Von 43 auf 183.
Taban, Taban-Anzug habe ich schon an. Sonnenschirm, erhöht Angriffskraft. Was? Erhöht Angriffskraft. Na ja, komm. Brauchen wir nicht. So. Das war die Sidequest Nummer 2, die wir jetzt, hoffe ich mal, schnell gelöst haben. Und jetzt gehen wir in die nächste Sidequest, nämlich das wahre Masamune. Genau. Als erstes müssen wir ins Koras Café, wo auch immer das sein mag.